Hallo und herzlich willkommen im Retrobait. Ich bin Perodor. Heute sind wir auf dem Nintendo Game Boy unterwegs. Ich zeige euch das Spiel Barbie Game Girl aus dem Hause High Tech Expressions aus dem Jahr 1992. Natürlich lizenziert von Mattel. Ja, der ein oder andere ist es sicherlich gewohnt, dass ich auch mal das verrücktere Projekt zeige hier. Heute ist Barbie dran und ich denke, da wird in der nahen Zukunft auch noch das ein oder andere lustige Spiel kommen. Ja, ob das Spiel lustig ist, das weiß ich gar nicht, denn das kenne ich noch nicht. Und ich hoffe, es ist auch kein Fehler, dieses Spiel heute zu spielen. Ach Quatsch, Fehler ist es sowieso nicht. Ja, wir sehen hier die tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dieses Spiel hergestellt haben. Aber ich denke, ihr seid genauso gespannt wie ich. Deswegen starten wir durch. Ja, mich hat's wieder erwischt. Ich weiß auch nicht, also ich bin wirklich sehr anfällig für irgendwelche Krankheiten. Furchtbar. So. Wir sind in der Shopping Mall und das ist hier unsere Barbie. Okay. Hier sind Schuhe. Dann gehe ich direkt mal rein. Geht nicht. Okay, ich kann springen in Zeitlupe. Die andere Taste. Und was kann ich machen? Okay. Aber vielleicht muss ich noch was einsammeln dafür. Eine sehr übersichtliche Statistiktafel sehen wir hier. Okay. Ich denke mal, 0 Punkte haben wir. 0 Kugeln, 0 Sterne, Barbies 4, 0 Blumen und 0 Punkte. Score 0. Hä? Zu 3? Egal. Wir starten einfach mal durch. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier kaputt gehen, wenn wir uns von dieser Spuckeinheit erwischt werden. Kann ich die... Die Tasche kann ich nicht nehmen. Das ist aber schade. Jetzt habe ich eine Kugel eingesammelt. Ich weiß nicht genau, was die kann. Ich vermute mal, dass ich mit der B-Taste die abschießen kann. Oh, eine Blume. Warte mal. Sehr gut. Score 55. Doppelpunkt 3. Verstehe ich jetzt nicht. Okay, man muss nicht alles verstehen. Gut, okay. Hier ist eine Kiste, mit der können wir nichts machen. Oh, eine Blume. Ja, die hätte ich ganz gerne. Ja, man sollte vielleicht auch die... Hallo? Blume einsammeln. Wir bekommen keine... Warte mal, kann ich die Kisten vielleicht kaputt schießen? Nee. Was ist das hier? Auch eine Kiste mit Schleifen. Oh, ein Säckli. Aha. Aha. Kaputt kann man sie nicht schießen. Aber man muss ja irgendwie ans Herz kommen. Oh. Hä? Was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir eine Gregiana Barbie. Nein, was ist das denn? Krass. Okay, ja gut. So, was mit dem Kobold hier? Der geht nicht kaputt, sondern den kann man nur betäuben. Hier ist ein Löchli in einem... Oh, ein Barbie? Kann man das Schild mitnehmen? Nee. So, hier haben wir irgendwas Brennendes, vermute ich mal. Boah Gott, ich kann doch sowas nicht. Ein Wasserfall von oben. Also eine sehr interessante Shopping Mall, muss ich ganz ehrlich sagen. Ui, es war aber knapp hier. Und wir springen auf. So, hier kommt wieder ein Wasserfall. Den warten wir mal ab. Also ich kenne eigentlich so gut wie keine Shopping Malls, muss ich ganz ehrlich sagen. Was habe ich jetzt? Oh. Ein B. Ah, den kann ich kaputt machen. Ah, cool. Was ist das hier? Ich duck mich mal. Solche ja, sag ich mal, Technik-Springbrunnen. Nee, das geht nicht. Schade. Solche Technik-Springbrunnen, die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Die können sehr schön sein, aber jetzt hier nicht gerade bei uns in der Shopping Mall, muss ich sagen. Ach Gott.
Oh nein! Okay. Dann verlieren wir also wie, ja, quasi wie bei Mario und wie bei Great Gianna Sisters. Oh, Perudo, pass doch mal up. Was jetzt? Eine schöne Extra-Musik. So. Aber man muss ja auch ein bisschen üben. So. Ha. A Blümische. Keine Ahnung, wofür ich das Blümische brauche. Ach, Quatsch, ja. Warte mal. Hä? Ah ja. Die magischen Kisten von der Shopping Mall. Was wollte ich sagen? Ah, okay, berühren. Ich muss den nicht oben drauf springen. Hä? Was war jetzt? Ach, ein Sternchen. Ah, okay. Aus dem B kommt ein Sternchen raus. Oh, es kommt schon wieder diese komische Sprungpassage. Also hier in meiner Gegend, wo ich wohne, das, also Shopping Malls, das, was man von USA kennt, das gibt es bei uns natürlich nicht. Also die einzige Shopping Mall, die ich kenne, weiß nicht, ob ich es überhaupt als Shopping Mall bezeichnen darf. Es gibt in Oberhausen, gibt es Centro. Da war ich mal, ach, vor also so vielen Jahren, das ist schon gar nicht mehr frisch. Und in Köln gibt es ja diese. Welche Arkaden, oder? Nee. Warte mal. Ah, okay. Wenn man mit dem Barbie einen Gegner abschießt, dann bekommt man einen Stern. Sehr gut. So, jetzt haben wir wieder unseren Technik-Springbrunnen hier. Ducken wir uns. War gar nicht nötig. Warte mal, kann ich diese Tüte auch abschießen? Nee. Kann ich hier drauf springen? Sehr gut. Warum piepst es eigentlich immer, wenn ich springe? Irritiert mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Nein! Mist! Was ist denn jetzt? Was ist jetzt? Ach komm, Leute. Das glaube ich jetzt nicht, oder? Wenn man... Okay, na gut. Ja, muss es ausprobieren. Man muss es ausprobieren. Ein so geiles Spiel. Das muss man doch mehrfach erleben. Also ich habe früher nicht mit Puppen gespielt. Laut... Oh, jetzt geht's nicht. Wollen mich veräppeln? Ich bin, glaube ich, gerade im falschen Film, oder? Nee, also das kann ich nicht. Ach komm, Leute, das ist wohl nicht euer Ernst jetzt hier. Hallo? Aber laut irgendeiner psychologischen Untersuchung. Nein! Soll es aber gar nicht so verkehrt sein, ne? Wenn auch, selbst wenn, auch wenn Jungen quasi mit Puppen spielen, soll das Rollenspiel fördern und sonst irgendwas. So, also öfter mal für was Neues. Hä? Ein schönes Sternchen geschnabuliert. Jetzt rushen wir mal ein bisschen durch. Vielleicht ist man auch einfach ein bisschen übervorsichtig. So, vorsichtig. Ja. Ja. Oh nee, komm. Ach, das war ja blöd jetzt. Mit einem Stern dann. Ja. Ich glaube, das Wort, ne? Das Wort. Nee, war es immer noch nicht. Noch ein Püppchen haben wir. So, ich hoffe, dass bald mal diese ganze Wetter-Kalt
wärmer, kalt, Schnee, bisschen wärmer, Eis. Ach, furchtbar, dass das bald mal ein Ende hat. Das war jetzt... Okay, vielleicht muss man in der Rolle sein. Nee, weiß ich nicht. Nee, kann ich ja nicht. Ach, egal. Ja, und dann, wenn du natürlich sehr viel pendelst, so wie ich, das ganze Schniefen und Husten. Da wird man ja ganz quasi fast schon automatisch krank. Zumindest ist das Immunsystem so stark geschwächt. Naja, und vielleicht kennen es ja einige. Kinderchen bringen auch einiges mit. Ha. Und schnabulier das Sternchen. So, wir versuchen mal es wieder von oben. Ich glaube, es geht gar nicht anders, oder? Von unten können wir da gleich gar nicht. Ha, nochmal falle ich nicht drauf rein. So. Hier auf die Stufe. Was war? Habe ich den jetzt? Huch. Cool. Gleich mal ausprobieren. Sehr schön. Ach, cool. Ja, Jung, da lernt nicht aus, ne? Jetzt muss ich mal schauen, wie geht das? Der springt von links nach rechts, von rechts nach links. Ha! Genial. Ein Blitz. Oh. Was sind wir jetzt? Oh, jetzt bin ich eine prima Ballerina. Jetzt bin ich gar nichts. Nein. Jetzt bin ich dumm. Das ist schon herausfordernd, das Spiel. Springen wir einfach mal rüber. So, was haben wir hier? Ah, ein B für Barbie. Das war aber sehr teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Sag bloß, wir haben jetzt noch ein Leben bekommen. Nein. Nein, war ein Witz. Also alles gut, alles gut. So, wir mussten einmal durch die ganze Shopping Mall laufen, um zu der Schuhabteilung zu kommen, obwohl wir schon kurz vor der Schuhabteilung gestartet sind. Das nenne ich mal genial. Was für schöne Schuhe. Ja, sind wirklich schöne Schuhe, ne? Mit Blümchen vorne drauf, für meine Kinder vielleicht. So, was muss ich jetzt machen hier? Eine Brille? Ach, Memory. Ja, hallo. Brille, Schleife, Kette, Parfüm, Blümchen und Brille. Ah, verdammt, wo war die denn? Brille? Ha. Eine Uhr, wo ist die denn? Ein Lolli? Nee, ist ein Spiegel, Entschuldigung. Ein Täschchen. Ach nee, da hatten wir ja schon Schleife. Und zwar hier? Nein! Wo war das denn? Die Schleife? Oh Gott, das ist doch viel zu schwer für mich. Nein! Das war irgendwo anders. So, was haben wir jetzt bekommen? Oh Gott, schon 14 Minuten. Ach, guck mal, schön. Oh. Oh, schön. Was kann ich machen? Ach, schießen. Ach, sehr schön. Ein bisschen Gas geben. Oh, das ist aber nett. Das ist aber nett. Ein Sechsche. Oh, pass auf, ich weiß nicht, ich habe immer Angst, ich weiß nicht genau, was hier Gegner ist. Das muss man natürlich ausprobieren. Das war jetzt nicht so klug. Oh, guck. Das ist ein bisschen... Also ich wollte gerade sagen, wir haben hier im
schön gemütlich Ariel die Meerjungfrau und jetzt haben wir hier der weiße Hai. Ach witzig, das finde ich gut gemacht. Ach schön, also das Slap gefällt mir gut. Die Grafik ist ganz nett gemacht hier. Warte mal, haben wir irgendwo einen dicken, fetten Hai? Komm her. Wo kommt der Hai? Ach schön. Nein! Das ist das. Na, okay. Gehen wir mal oben rum. Ein paar Blümchen einsammeln. Für die Mama. So. Also mir gefällt schon mal gut, dass wir jetzt ein komplett anderes Level-Design haben. Das finde ich. Jawohl. Ein. Für Barbie. Eine Barbie-Plakette. Ein Sternchen. Klick, klick, klick. Vielen Dank, du Kackspiel. So. Was ist jetzt hier? Wo kommt der Hai? Wo ist er? Da unten. So, ein Sternchen. Brauche ich. Kommen wir da hoch? Was soll das sein? Warum sind das so Leitern? Ja, die machen nichts. Gut, okay. Das ist nett. Ein paar schöne Fische. Also ich finde den Hintergrund schön gepixelt. Und vor allem sehr abwechslungsreich. Er ist in der Shopping Mall sozusagen. Oh, keine Ahnung, was das war. Ein Säckchen. Nein, ach komm. Kollisionsabfrage. Oh, haben es geschafft? Auch schön. Ja, also das finde ich schon sehr schön, wenn man sich so viel Mühe macht bei der Abwechslung. Oh Gott, war das hier? Nee, verdammt, das war hier, ne, die Uhr. Der Spiegel war hier. Wo war die Uhr? Ach nein. Ach, ich bin so blöd. Handtäschchen. Die Uhr ist hier. Schmuck oder... Glück gehabt. Der ist hier, der Schmuck. Genau. Jetzt haben wir das Memory-Level gelöst. Und was bekommen wir dafür? Hoffentlich kein Leben. Oh, wo sind wir jetzt? Auf einer Straße? Auf einem Zucker... Na gut, okay. Aber immerhin, es ist sehr abwechslungsreich. Was ist das denn hier? Okay. Kann hier nochmal was bauen? Nee, andersrum. So. Sehr schön. Jetzt sind wir wieder die Super Barbie. Mit unserem Rolle-Vorwärtssprung. Nein. Da wollte ich mal hier sehr fix und flott sein. Ein Cola. Naja, für Kinder. Ist okay. Der schießt? Hallo? Auch den Zucker können wir wieder kaputt machen. Also Ideen haben sie schon, finde ich. Ja, ach komm, die Zeit ist schon wieder längst vorbei hier. Ja, wenn man Spaß hat, da vergeht die Zeit. Spricht ja eigentlich fürs Spiel, muss ich sagen. So, fliegt die hin. Das ist jetzt nicht so toll. Ja, du mich auch. Du blöder Strohhalm. Oh, hab ich nicht getroffen. So, jetzt bin ich wieder die ganz einfache Barbie. Nein! Ach, schön, ja. So, 20 Minuten. Genug gequält. Barbie Game Girl. Game Girl. Gargoyle. Barbie Game Girl. Auf dem Nintendo Game Boy.
Ja, wie gesagt, es ist sehr abwechslungsreich, die Steuerung ist schon ein bisschen schwammig und man muss wirklich gute Nerven haben. Oder Barbie-Fan, dann, ich denke mal, ist es schon ganz nett gemacht. Wie gesagt, es ist sehr abwechslungsreich und ja, nö, also grafisch auch ordentlich gepixelt, war jetzt kein Stümper dran. Recht einfach in einigen Stellen, aber die Schlichtheit, die spricht ja auch für sich. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, euer Peruder. Tschüss. Thank you.